Almut, ich glaube, trifft es ganz gut. Endlich mal wieder. Ich möchte mich bedanken, glaube ich, auch von allen Wölfe TV-Fans da draußen für endlich mal wieder einen Feiertag, so richtig geilen Europa-Feiertag. Danke dafür. Ja, ist irgendwie der zweite. Wir hatten das ja schon mal ganz am Anfang der Saison mit Bordeaux. Da hat sich so ähnlich angefühlt, dass einfach eine Riesenlast von den Schultern gefallen ist. Und heute haben wir uns die ganzen letzten Tage schon angefeuert und uns gesagt, wir können es schaffen. Es kommt nur auf die Mentalität an. Und wir haben versucht, Chelsea auf den Füßen zu stehen, 90 Minuten. Und das war das Erfolgsrezept. Ja, ihr habt's geschafft, wirklich von der, ich sag jetzt von der 1 bis zur 33 heute, wirklich jeden zweiten Ball, wirklich Messer zwischen den Zähnen und den wieder zurückgeholt. Also Chelsea war, würde ich sagen, fast über 90 Minuten abgemeldet. Ja, sie hatten auch ein paar Torchancen und die haben auch viele gefährliche Flanken reingebracht. Also ganz abstellen kann man die Offensive einfach nicht. Und wir sind froh, dass sie, wenn sie denn die Schusschance hatten, nicht genau gezielt haben. Und man muss auch mal ein bisschen Glück haben und wenn man dann ein 2-0 im Rücken hat, dann ist die Euphorie bei uns natürlich noch größer und wir sind auch froh, dass heute so viele Fans da waren. Das war auch noch eine große Hilfe. Lasst uns ruhig noch mal einen Satz mehr über die Kulisse und über die Fans hier heute reden. 1104 Zuschauer hier heute im AOK-Stadion. Das war auch von Anfang an, hat man gemerkt, dass die Zuschauer hier auch Bock hatten, wirklich weiterzukommen, oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja im ersten Zweikampf gezeigt, was wir vorhaben und das haben die Fans angenommen und haben uns dann genauso wie wir uns auf dem Platz angefeuert haben, mit angefeuert und das überträgt sich auf die Mannschaft und wir haben so eine Wechselwirkung gehabt. Wir haben uns wahrscheinlich bei den Fans wieder gut zurückgemeldet, die wieder an uns und so macht es dann Spaß, dann kommt man auch zum Leistungsmaximum. Kathi, Glückwunsch zu einem richtig geilen Europaabend hier heute. Wie schaut es gerade in dir aus? Ja, also ich bin überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und vor allen Dingen auch, wie wir es gewonnen haben. Also wie wir heute aufgetreten sind mit so einer Selbstsicherheit. Wir haben uns in alles geschmissen, wir haben gekämpft, wir haben aber auch Fußball gespielt. Wir waren effizient vorm Tor, wir haben 4 Tore gemacht, wir haben kein Tor bekommen gegen Chelsea. Und das ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft und wir sind einfach nur überglücklich. Heute hat man wirklich von der ersten Sekunde an gemerkt, dass von der 1, nehmen wir die Bank dazu, bis zur 33 hier heute wirklich mindestens mit 2 Toren Unterschied gewonnen werden wollte. Wie habt ihr so die ganze Woche euch eingestellt auf dieses Endspiel? Ja, wir haben natürlich uns so eingestellt wie auf jedes andere Spiel auch. Aber wir wussten natürlich, wenn wir jetzt einfach nur ins Spiel gehen und sagen, okay, wir spielen irgendwie 0-0 oder so oder gewinnen nur 1-0, das reicht nicht. Wir müssen wirklich, oder jeder Einzelne muss über sich hinauswachsen. Jeder muss mindestens 100% geben, wenn nicht noch viel, viel mehr, um hier heute zu bestehen und so deutlich zu gewinnen. Und ja, das ist uns gelungen. Jetzt sind wir natürlich sehr erleichtert. Ein Wort zu dir. Das war jetzt das zweite Spiel in Folge auf der Innenverteidigerposition. Wie hast du dich denn gefühlt jetzt hier heute? Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe in der Vergangenheit auch schon mal das ein oder andere Mal in der Innenverteidigung gespielt. Und gerade solche Spiele, wo man natürlich dann auch gegen die besten Stürmerinnen spielt, das liebe ich einfach, weil man da einfach auch herausgefordert wird, gerade auch in der Defensive. Und ja, aber ich denke, wir haben es als Kollektiv heute super verteidigt. Ich denke, man hat nicht viel von den Spielerinnen gesehen heute. Und ich glaube, das ist eine Leistung der ganzen Mannschaft. Aber ich habe mich wohl gefühlt und habe mich auch gefreut, da zu spielen. Tabea, Glückwunsch zu einem großartigen Sieg, zu einem großartigen Europapokalabend hier mit den Fans im AOK-Stadion. Glückwunsch zu deinen beiden Toren, zum 8. Tor in der Champions League. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll mit den Glückwünschen. Erstmal erzähl uns, wie fühlst du dich? Was geht gerade in dir vor? Ja, ich muss sagen, ich bin einfach unfassbar stolz auf die Mannschaft. Wir haben uns endlich belohnt dafür. Es war bisher nicht einfach, die Saison. Wir haben uns teilweise das Leben einfach selbst schwer gemacht. Und ich bin jetzt einfach so stolz, dass wir das jetzt geschafft haben und auch wirklich überzeugend gewonnen haben. Absolut überzeugend, würde ich fast sagen. Das war heute von Nummer 1 bis zur Nummer 33 wirklich eine überragende Leistung. Nehmen wir alle mit dazu. Keinen zweiten Ball gefühlt verloren gegeben und die ganze Zeit von 1. bis zur 90. Minute Attacke gemacht. Das war der Schlüssel zum Erfolg, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch einfach von Beginn an wirklich alles reingeworfen und sind dann auch nicht hektisch geworden, sondern haben weiter hinten rausgespielt und haben die Ruhe bewahrt und nicht einfach nur lange Bälle gekloppt. Und ich denke, das war heute wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass wir ruhig geblieben sind und in den entscheidenden Momenten einen Tempowechsel eingebaut haben, um dann nach vorne in die Tiefe zu gehen. Deine beiden Toren waren dann, wie sagt man so schön, die Killer dann für den Gegner. Wie viel km/h hatte dein zweiter Treffer heute? Ja, ich hab gedacht, komm, schießen jetzt einfach mal wirklich volle Kanne ins kurze Eck, weil es vorher im langen Eck immer nicht geklappt hat. Dachte ich, komm, jetzt haust du ins kurze Eck und das ist dann natürlich so klappt. Freut mich natürlich sehr, ja.
Und wie blickst du persönlich auf deine erste Gruppenphase in der Champions League? Also 8 Tore aus 6 Spielen, jetzt mal Hand aufs Herz, das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass das so gut geklappt hat in der Champions League. Ich freue mich einfach, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen kann. Und dann hoffe ich einfach, dass wir jetzt darauf anknüpfen können und dann einfach zeigen, was in uns steckt. Sven, ja, Glückwunsch zum Weiterkommen, Glückwunsch zu einem grandiosen Europapokalabend hier im AOK-Stadion. Du grinst zu Recht. Wie fühlst du dich? Ja, überglücklich gerade. Also ich glaube, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine absolute Team- und Willensleistung gezeigt, auf und neben dem Platz. Und ja, gerade pure Freude. Wir sind Gruppenerster und freuen uns, dass es weitergeht. Geht weiter im kommenden Jahr. Heute war das wirklich von der Nummer 1 bis zur Nummer 33 eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Keinen zweiten Ball gefühlt verloren gegeben. Die ganze Zeit Vollattacke gemacht. Das war der Schlüssel zum Erfolg, oder? Ja, wir hatten genau einen Plan, offensiv wie defensiv. Und wir wissen, dass es an uns liegt, dass es an unserer Einstellung, dass es an unserer Art und Weise liegt, wie wir das Spiel annehmen. Dass natürlich Chelsea Spielerinnen mit einer hohen Qualität hat, ist klar. Deswegen war es für uns ganz klar eine Defensive, dass wir die nicht zur Entfaltung lassen kommen. Und genau so haben wir das Spiel angenommen und uns in das Spiel reingekämpft und dann eben auch noch gut den Ball laufen lassen. Wir haben 4 wunderschöne Tore geschossen, gut rausgespielt und jetzt sind wir einfach nur glücklich. Einfach nur glücklich sind mit Sicherheit auch die 1104 Fans, die heute hier waren und alle anderen zu Hause natürlich auch, die zugeschaut haben bei DAZN. Wie hast du diese Kulisse heute hier wahrgenommen? War ja auch mal wieder ein schöner, besonderer Abend. Ja, es war schön, dass über 1000 Leute hier waren, um uns anzufeuern. Habe ich ja gerade schon gesagt, es war auf und neben dem Platz eine unglaubliche Team- und Willensleistung. Und die Fans haben uns da eben auch nochmal nach vorne gepusht, haben uns auch bei jedem Zweikampf gefeiert. Wir haben uns selbst auf dem Platz gefeiert und wir haben so Chelsea gezeigt, dass hier heute überhaupt nichts zu holen ist. Dann lass uns auf das letzte Spiel 2021 blicken, Potsdam am kommenden Sonntag 16 Uhr. Nochmal ein schwerer Gegner, haben ja letzte Wochenende uns die Herbstmeisterschaft beschert, wenn man so will. Was gilt es da nochmal auf den Platz zu bringen, ehe es dann heißt Füße hochlegen? Da gilt es nochmal genau mit der gleichen Art und Weise in das Spiel zu gehen, wie wir das heute gemacht haben. Es wird nicht einfacher. Potsdam hat in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass dass mit ihnen zu rechnen ist. Ne? Und jetzt auch gegen Bayern, das 1-1, haben sie gezeigt, dass es sehr unangenehm ist, gegen zu spielen. Das wissen wir aus der Vergangenheit auch noch im Kali. Und deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt schnell regenerieren und dann nochmal den vollen Fokus auf die Liga, auf Potsdam legen und damit der gleichen Willensleistung und mit dem Spaß drangehen und da nochmal die 3 Punkte mitnehmen, bevor wir dann in die Winterpause gehen. Tobi, Trainer, Glückwunsch zu einem grandiosen Europapokalabend hier heute im AOK-Stadion. Wie stolz bist du auf die Mannschaftsleistung, auf die Mannschaft von 1 bis 33 heute? 35 dann, überragend. Nein, wirklich überragend. Gegen eine Weltklasse-Mannschaft heute so aufzutreten, sich auch so zu trauen, in Duelle zu gehen, 1 gegen 1 Situationen zu lösen mit dem Mut, das zeigt, wie weit wir momentan auch sind und was wirklich auch im Potenzial einfach möglich ist. Und das macht einen Trainer sehr stolz. Mal sehen, was die Zukunft jetzt bringt. Wurde denn dein Matchplan heute wirklich zu 100% von den Mädels auf dem Platz umgesetzt? War das, also man hatte den Eindruck, dass sie wirklich keinen zweiten Ball hergeschenkt haben. Nehmen wir mal Obi und Lena Lattwein reingehauen ohne Ende, wie auch alle anderen. Also ich könnte mir vorstellen, fast 100% umgesetzt. Nichts geht über die Energie der Gruppe. Und das ist, wir können noch so schöne Pläne haben, aber wirklich das Wie entscheidet. Und heute waren wir in jedem Moment auch griffig, haben mit den Bällen aber dann auch die Hektik, die wir selbst erzeugt haben gegen den Ball, immer wieder auch gefunden, um wieder zu spielen und wirklich sauber Chancen rauszuspielen. Und das haben wir extrem gut gemacht bei einem Team, wo ich auch weiß, dass da eben noch die ein oder andere fehlt. Also es ist Wahnsinn, das heute so auf der Platte zu bringen in der Qualität, überragend. Überragend war mit Sicherheit auch die herausgespielten Tore, du hast es gerade schon angedeutet. Auch spielerisch war das heute allererste Klasse. Das hat Spaß gemacht, auch für die 1104 Zuschauer, das hier wirklich mitzuerleben. Ja, und
Mut war der Schlüssel, sich wirklich zu trauen, das auch dementsprechend so anzugehen. Und da habe ich größten Respekt vor, ne? Wie die Mädels das heute gemacht haben, mit welcher Konsequenz auch. Und dann eben auch durchaus, wenn sich die Situationen ändern und du bist auf einmal 2-0 vorne und kannst vielleicht dann doch auf einmal was verlieren, das bis zum Ende so durchzuziehen.